Vielen Dank. Und damit von der Leitstelle Lausitz zu den Kollegen der Leitstelle in Potsdam, die heute den bislang härtesten Tag in diesem Jahr hatten. Carsten Krippal. Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometer. Der Sturm reißt an den Dächern Potsdams, auch an der Grundschule Flotowstraße. Feuerwehrmann Steffen Schwand verschafft sich einen Überblick von den Sturmschäden. Teile der Dachverkleidung, wie man sieht, haben sich gelöst. Im Grunde genommen sind das leichte Blechteile, die relativ viel Angriffsfläche für den Wind bieten. Aber wenn sie erstmal in Geschwindigkeit kommen, kann es natürlich passieren, dass sie zu Boden geschleudert werden und Personen treffen und somit auch Personen schwer verletzen. Der Unterricht aus, alle Kinder müssen raus. Ich glaube, alle Lehrkräfte, Horterzieher und so haben das gut unter Kontrolle. Die Kinder sind beschützt. Klar, jetzt liegt es an den Eltern, wenn die denn wieder in Elternhände sind, die Kinder. Und wir kuscheln uns zu Hause ein und dann ist gut. Nächster Einsatzort, Potsdam, Neuer Garten. Ein alter Baum verliert im Villenviertel seinen Halt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns nach hinten begeben, weil wenn der Wind dreht, kommt er in unsere Richtung. Schon rückt die Polizei an. Lebensgefahr für die Anwohner. Evakuierung selber kriegt ihr hin oder wie viel Personal? Ist schon abgeschlossen. Ist schon abgeschlossen. Weil das ist ein bisschen schwierig, man weiß nicht, wo er hinfällt. Und der Bank ganz schön. Alles klar. Der Baum bleibt zum Glück stehen. Anwohnerin Astrid Müller ist erleichtert. Dass dieser Sturm kommen würde, wusste man ja. Und dass wir hier sowohl mit dem neuen Garten als auch mit den Bäumen, die auf den Hausgrundstücken stehen, sehr betroffen sind, das war auch bekannt. Doch woanders, in und um Potsdam, krachen die Bäume. Der Gesamtschaden noch nicht zu beziffern. Die Parkanlagen besonders betroffen. Der Wind greift sich, was er kriegen kann. Die Lage spitzt sich zu. Die Feuerwehr, sie beruft den Krisenstab ein. Wir priorisieren jetzt die Einsätze und sehen zu, dass die dringlichen Einsätze zuerst kommen. Vornehmlich auch, dass die Straßen beräumt werden, dass die Infrastruktur nicht lahmgelegt wird. Und im Anschluss kümmern wir uns um kleinere Einsatzstellen neben Straßen. Stresstag für Sie? Definitiv. Sie sehen, die Leitstelle ist voll, der Stab ist voll besetzt und es geht hintereinander weg ohne Pause. Der Sturmtag, er endet für die Potsdamer Feuerwehr erst gegen Mitternacht. Also diese kritische Infrastruktur hat heute zumindest weitgehend funktioniert und damit vom Wetterspezial aus Potsdam zum Corona-Spezial aus Berlin mit Volker Wiebrecht.